Herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming zu einem weiteren Video zu den Mods, die gestern im Mod Hub freigegeben worden sind. Gestern war ein sehr bewegter Tag, es ist viel passiert. Es kam das Patch 1.5, es kam das AGI-Pack, unser Livestream am Dienstag war natürlich auch noch. Daher hatte ich leider keine Zeit mehr, gestern Nacht dieses Video zu machen, daher reiche ich dies heute nach. Gestern kamen heraus 11 Updates und 16 neue Mods. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Holzist, Wangan Racer, Jens, Kingsize, Patrick und Steffen alias Luis für die Abos und natürlich ein riesengroßes Dankeschön an Marco für den Superchat, der gestern reingekommen ist. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank an jeden Einzelnen von euch. Wie immer starten wir natürlich erstmal mit den Updates und zwar fangen wir an mit dem Update für die kleine Fahrzeugwerkstatt von Vanquish 081, Downloadgröße 5,75 MB in der Version jetzt von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Repaint-Funktion hinzugefügt. Die zwei nächsten Updates kommen von RedCat 3D und zwar zum einen für die Deutz-Fahr Serie 9. Downloadgröße 20,65 MB in der Version jetzt von 2.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Radgewichte durch originale Deutz-Radgewichte ersetzt. Simple IC für Tür links, Dachfenster, Heckfenster, Rundumleuchten und Warntafeln hinzugefügt. Mauscontrol kann für Tür links, Dach und Heckfenster konfiguriert werden. Konfigurationen hinzugefügt, Kotflügel hinten, Innenraumgeneration, Warnschilder und Rundumleuchten. Neue Animationen und Aufhübschungen zum Eye-Monitor und Work-Monitor hinzugefügt. Lichter hinzugefügt, welche angehen, wenn die Tür links geöffnet wird. Innenraumbeleuchtung ist nun weiß. Isaria Compact Pro hinzugefügt. Precision Farming DLC. Und zum anderen ist das Update für die Deutz-Fahr Serie 7 und die 8er TTV. Downloadgröße 24,65 MB, jetzt in der Version von 2.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog hier sagt, Modellfehler behoben, Fehler mit einigen flackernden Decals im Innenraum behoben, Radgewichte durch originale Deutz-Radgewichte ersetzt, Simple IC für Tür links, Dachfenster, Heckfenster, Rundumleuchten und Warntafeln hinzugefügt, Mauscontrol kann für Tür links, Dach und Heckfenster konfiguriert werden, Konfiguration hinzugefügt, Rundumleuchten, Kotflügel hinten, Warnschilder sind nun eigenständige Konfigurationen und unabhängig zu den Reifen. Lichter hinzugefügt, welche angehen, wenn die Tür links geöffnet wird. Innenraumbeleuchtung ist nun weiß. Die Warrior-Varianten haben nun standardmäßig LED-Frontlichter. Isaria Compact Pro hinzugefügt. Precision Farming DLC. Das nächste Update kommt für den Lizard T25A von Visnia Games 239. Downloadgröße 25,2 MB, jetzt in der Version von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Simple IC hinzugefügt, Fehler behoben. Der Lizard TRA 500 von Agrotono kriegt das nächste Update, Downloadgröße 11,32 MB, jetzt in der Version von 1.5.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, optionale Farben für die Abdeckung und den Stoßfänger hinzugefügt. Drei verschiedene Reifen hinzugefügt, 7 weitere Reifenmodelle, Option von 8 verschiedenen Tarnfarben, Brems-, Kupplungs-, Schlüssel-, Gas- und Lichtschalter-Animation hinzugefügt. Das klingt ja richtig gut. Das Ballenpressenpaket mit Lizard R90 von Hispano kriegt das nächste Update. Downloadgröße 58,47 MB in der Version jetzt von 2.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, zwei neue Ballenpressen hinzugefügt, New Holland und Case, Arbeitsgeschwindigkeit auf 20 km/h erhöht, Aufkleber konfigurierbar. Das nächste Update kommt für die schwere Wiesenwalzen von Blendart Koloschnik Junior TT Check Modding, Downloadgröße 15,34 MB, jetzt in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Aufgrund der großen Unpraktikabilität wurden die Walzen in der Kategorien Walzen und Grünlandpflege zu einer vereinheitlicht, sodass sie nur noch eine kaufen müssen und ohne Umstellung oder Konfiguration in der Werkstatt zum Walzen von Feldern und Wiesen verwendet werden kann. Das ist ja eine gute Neuheit.
Wir kommen zu der Saatgutproduktion von Zottelzockt. Downloadgröße 4,35 MB, jetzt in der Version 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, richtige Mod-Beschreibung eingefügt. Der Lagerschuppen für Produkte auf Paletten kriegt das nächste Update, kommt ebenfalls von Zottelzockt. Downloadgröße 10,98 MB, jetzt in der Version von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Wolle-Lager hinzugefügt, Palettenspawn abschaltbar gemacht. Wir kommen zu einem Update, das von Giants kommt, und zwar für das Antonio Carraro Pack. Die Änderungsliste sagt, Lokalisierungskorrekturen, Fahrzeuge von Antonio Carrara zu Missionen hinzugefügt, visuelle Korrekturen, angepasste Räder am Tigre Kart 3200 und behoben, dass der Überrollbügel nur bei eingeschaltetem Motor einklappbar war. Und das letzte große Update, das gekommen ist, kommt ebenfalls von Giants Softwares. Und zwar ist das für das Precision Farming DLC. Downloadgröße 64,69 MB, jetzt in der Version 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Und der Changelog dazu habe ich schon im Patch-Video besprochen. Falls du den genauen Patchlog sehen möchtest, dann klick doch bitte oben rechts auf das i, um dahin geführt zu werden. Und damit kommen wir zu der ersten neuen Mod, und zwar heißt diese IMT 5360. Und zwar kommt diese von, und jetzt bitte Vorsicht, Udruzenje Nezavishni Modera. Tut mir leid, dass ich hier den Autor komplett falsch ausgedrückt habe, mit der Downloadgröße von 24,3 MB, jetzt in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Laut Beschreibung ist das ein jugoslawischer Traktor mit Mercedes 12V Biturbo Motor und Allradantrieb. Er wurde 1988 hergestellt. Sieht doch schon mal sehr, sehr schön aus. Kommt mit einer Leistung von 360 PS, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 800 Litern, 30 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und wiegt 22 Tonnen. Der Preis 96.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Lizard und Trelleborg. Das Design kann verändert werden, einmal ohne Kotflügel oder Standard. Dann der Auspuff kann geändert werden von lang zu kurz und neu lang. Die Motorenausführung kann gewählt werden zwischen 5360 mit 360 PS und den 550er mit 500 PS. Richtig schöner Traktor. Könnte sehr gut passen auf eine Großfarm. Passt und gefällt mir sehr gut. Dieser Traktor hat verschiedene Öffnungsmöglichkeiten. Also wir haben hier die Seitentür. Dann haben wir das Heckfenster. Und dann haben wir auch noch die vorderen beiden Heckfenster. Das sind diese kleinen Fensterchen hier. Die können noch bewegt werden, geöffnet oder geschlossen werden. Ja. Damit kommen wir zu der nächsten neuen Mod. Und zwar ist dies die Deutz-Fahrballenpresse. Kommt natürlich von RedCut 3D. Downloadgröße 20,16 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar gibt es hier zwei Ballenpressen. Einmal den Big Master 6912. Kommt mit einem Gewicht von 12,3 Tonnen, braucht 165 PS, Arbeitsgeschwindigkeit 17 km/h und macht Quaderballen mit der Größe zwischen 180 und 240 cm. Der Preis 164.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Friedestein, Michelin, PKT und Trelleborg. Und die zweite Ballenpresse im Bunde ist die Rundballenpresse. Kommt mit einem Gewicht von 3,7 Tonnen, braucht 80 PS, Arbeitsgeschwindigkeit 17 km/h und macht Ballen mit einem Durchmesser von 125 bis 180 cm. Der Preis 57.500 Euro. Auch hier haben wir BKT, Friedestein und Trelleborg als Reifenoptionen. Wir kommen zum Steyr Terrus CVT Generation 2, und zwar 2022, von Julian F. Modding. Downloadgröße 18,71 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Traktor mit einer Leistung standardmäßig von 273 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 410 Liter, 96 Litern DEF, 50 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 10,6 Tonnen und kostet 231.400 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Metas, BKT, Friedestein, Nokian und Trelleborg. Dann kann ein Kabinenteppich hinzugebaut werden, und zwar einmal ja oder nein.
Bei der Motorenausführung haben wir den 6250er mit 273 PS, den 6270er mit 288 PS und den 6300 mit 313 PS. So sieht dieser von innen aus. Sieht sehr sauber aus. Ich kann die Seitenkonsole mit der gedrückten mittleren Maustaste oder der Mausrad bewegen und kann die linke Tür mit beiden Maustasten öffnen oder schließen. Wir kommen zum Technostroy ETK 400 von Wolfex Modding. Downloadgröße 6,84 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieser kleine Anhänger mit einem Ladevolumen standardmäßig von 4 Kubikmetern, einem Gewicht von 1,4 Tonnen und kostet 5.000 Euro. Die Kapazität kann erhöht werden von 4.000 Litern auf 8.000 Liter und auf 11.000 Liter. Das Design kann gewählt werden zwischen den Logos, und zwar verschiedenste Logos, die aufgebracht werden können. Glaube ich, 3 oder 4 Stück an der Zahl. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette, die Designfarbe aus derselben Farbpalette und die Felgenfarbe aus dieser hier. Wir kommen zum CBT 1105. Dieser kommt von Conta Conmigo Modding. Downloadgröße 14,55 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Der Beschreibungstext sagt: Die brasilianische Traktorenfirma war ein nationales Unternehmen. Zwischen 1960 und 1980 hatte sie viele Bewunderer wegen ihrer Erfahrung, Robustheit und Wartungsfreundlichkeit. Und zwar kommt dieser Traktor standardmäßig mit einer Leistung von 105 PS, wird manuell und lastgeschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 115 Liter, 28 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 4,6 Tonnen und kostet 22.370 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Lizard und Michelin. Die Reifenvarianten gehe ich mal ganz kurz durch. Rad 3, 4, 5, 6, 7, Rad 8 und so weiter gibt es verschiedenste Optionen. Das Design kann geändert werden, und zwar Aufkleber Brasilien, und das ist dieser kleine Aufkleber hier. Das ist im Prinzip alles, was hier verändert wird, und dies bedeutet, dass dies für 100%ige nationales Produkt bezeugt. Dann die Motorenausführung gibt es den 1105er mit 105 PS und dann gibt es die Turbo-Version mit 130 PS. Die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Gelb und Grün. Sieht gut aus. Schön, einfach. Das Gaspedal ist animiert. Scheint ein bisschen komisch zu sein, dass das Lenkrad nicht zentral ist, aber das scheint hier normal zu sein. Also Gangschaltung und so weiter ist hier nicht animiert, wenn ich das so richtig sehe. Und wenn ich aussteige, scheint es so, als dass ich nach hinten aussteige. Also nicht seitlich, sondern nach hinten runtergehe. Wir kommen zum Z234. Dieser kommt von Heist Del Mods. Downloadgröße 7,17 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieser mit zwei Elementen. Einmal dem Wender, das ist dieser hier, wiegt 230 Kilo, braucht 30 PS, Arbeitsbreite 2,1 Meter und 16 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit. Der Preis, günstige 1.100 Euro. Das Zapfwellenschild hier kann entfernt werden, ja oder nein. Und die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Vintage anmutenden Farbpalette, die Designfarbe natürlich aus dieser Gelbtonpalette und die Felgenfarbe kann aus dieser Palette ausgewählt werden. So verwendet ist es ein Wender, und wenn mal dieses Teil, das wiegt 15 Kilo, Arbeitsgeschwindigkeit 16 km/h und kostet 100 Euro, hinzufügt, dann wird es zum Schwader. Die Hauptfarbe hier kann auch gewählt werden aus der bekannten Farbpalette. Wir kommen zum Pöttinger Schwarzkreisel 300. Dieser kommt von Pushcap. Downloadgröße 3,38 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Schwader natürlich mit dem Gewicht von 473 Kilo, braucht 35 PS, hat eine Arbeitsbreite von 3 Metern, 15 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 3.650 Euro. Die Designfarbe kann gewählt werden aus Rot, Gelb, Weiß, Schwarz und Verzinkt und betrifft die Rechen hier. Dann kommen wir zum Fiat 682 N4. Dieser kommt von Pepe 978. Downloadgröße 14,43 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen.
Und zwar kommt dieser LKW mit einer Leistung von standardmäßigen 179 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 400 Litern, 60 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und hat ein standardmäßiges Ladevolumen von 11.000 Liter. Das Gewicht 9,2 Tonnen und der Preis 61.000 Euro. Die Konfiguration der Nummernschilder kann geändert werden von Karte, also das heißt das Nummernschild von der Karte oder das 60er Nummernschild aus Italien. Die Kapazität kann erhöht werden von 11.000 Liter auf 15.000 Liter und die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier. Vorsicht, das ist ein Rechtslenker. Wenn man hier einsteigt, gibt es eine richtig schöne Animation. Die ist richtig cool gemacht, richtig schön. Und hier gibt es mit der Option X das Open und Close und betrifft das Seitenfenster. Hat auch eine Custom Sound File. Natürlich die alten Armaturen. Auch beim Aussteigen dauert es eine ganze Weile, bis sich die Tür schließt. Wir kommen zum Lizard 560. Dieser kommt von North Modding Company. Downloadgröße 30,2 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Kommt mit diesen zwei Geräten hier. Einmal die Forstmaschine an sich. Hat eine Leistung von 75 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 70 Litern, 11 Litern für DEF. 18 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 6,2 Tonnen und kostet 130.000 Euro. Die Konfiguration kann geändert werden von Rückzug zum Harvester zurück. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Olofors, Lizard und Trelleborg. Dazu gibt es natürlich den Anhänger, der kommt mit einem Gewicht von 1,7 Tonnen und kostet 5.000 Euro. Die Reifenhersteller hier sind dieselben wie schon gesehen. Wir kommen zum Lizard AM21 ITR von Vanquish 081, Downloadgröße 13,81 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies eine Basis für einen IT-Runner, kommt mit einem Gewicht von 7,9 Tonnen und kostet 59.500 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Nokian, Vredestein, Continental und Trelleborg. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette und die Felgenfarbe ebenso. Was uns gleich zu der nächsten neuen Mod führt, und zwar ist das der Plantagenanhänger. Diese kommt von Gamer Designs, Downloadgröße 12,93 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Anhänger mit einem Gewicht von 8,9 Tonnen und kostet 28.000 Euro. Es kann ein Kopfschmerzregal hinzugebaut werden, ja oder nein. Die Farbpalette hier für die Rahmenfarbe ist die Standardpalette. Die Runken hier können gefärbt werden, auch aus der Standardpalette und die Felgenfarbe natürlich aus Weiß, Schwarz und Chrom. Wenn man das Kopfschmerzregal hinzugefügt hat, kann man auch hier noch aus der Standardpalette die Farbe auswählen. Wir kommen zum Kierstadt Pack. Das kommt von North Modding Company. Downloadgröße 5,71 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies ein Pack von 5 verschiedenen Anbaugeräten für Radlader. Einmal die große Planierschaufel. Diese kommt mit einem Ladevolumen von 3500 Liter, wiegt 1,4 Tonnen und kostet 6000 Euro. Danach haben wir die Leichtgutschaufel. Diese hat ein Ladevolumen von 6500 Liter, wiegt 1,4 Tonnen und kostet 9600 Euro. Dann haben wir den Lastarm. Dieser kann zum Transportieren von Big Bags verwendet werden. Dieser wiegt 420 Kilo und kostet 4600 Euro. Dann haben wir einen Containerausleger, welcher verwendet werden kann, um Hakenlift-Container zu bewegen. Und auch natürlich für das Verwenden mit Big Bags. Diese kommt mit einem Gewicht von 186 Kilo und kostet 2300 Euro. Dann haben wir noch die kleine Planierschaufel. Die kommt mit einem Ladevolumen von 1355 Liter, wiegt 421 Kilo und kostet 3000 Euro. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod, und zwar heißt diese Palettenlager, kommt von Omatana, Downloadgröße 17,87 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese neue Mod mit zwei Anhängern, die dazu gehören, und zwar einmal den Produktanhänger, den kleinen von Lizard, Ladevolumen 15 Kubikmetern,
wiegt 716 Kilo und maximales Zuladegewicht ist 2 Tonnen. Der Preis 5000 Euro. Die Reifenvarianten können hier geändert werden zwischen Standard und Standard 2 und die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette. Dann gibt es noch den Auflieger und das ist der große, 50 Kubikmeter Ladevolumen, wiegt 7,7 Tonnen und kostet 10.000 Euro. Die Hauptfarbe kann hier gewählt werden aus der Standardpalette, die Fahrgestellfarbe auch, die Designfarbe natürlich auch und die Felgenfarbe natürlich ebenso. Und dazu kommen natürlich noch die Palettenlager an sich. Einmal das große Palettenlager, das ist dieses hier, hat ein Volumen von 20 Millionen Liter, kostet zum Platzieren 20.000 Euro. Dann gibt es diese kleine hier, das ist zum Platzieren 10.000 Euro und Fassungsvolumen von 2 Millionen Liter. Dann gibt es noch einen mittleren, ein aus Stein gebautes Gebäude, das ist dasselbe, auch 10.000 Euro für 2 Millionen Liter. Dann gibt es noch die rote Scheune hier, das ist dasselbe. Und dann haben wir noch das kleine Palettenlager mit 500.000 Liter Fassungsvolumen und zum Preis von 5.000 Euro. Wir kommen zu der modernisierten Getreidemühle von Adobe Modding ABP Team. Downloadgröße 2,22 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist dieses Gebäude hier, kostet 100.000 Euro zum Platzieren und hat ein bisschen andere Rezepte. Und zwar hier Weizenmehl, 6 Einheiten Diesel, 18 Einheiten Weizen, gibt 20 Einheiten Mehl und 20 Einheiten Häckselgut. Gerstenmehl haben wir ein ähnliches Rezept, Hafermehl natürlich auch. Sorghumhülse haben wir auch ein ähnliches Rezept und wir können hier sogar Maismehl herstellen. Auch wenn wir gestern von Giants eine Erhöhung vom Palettenlimit erhöht haben und es gibt Spieler, denen das immer noch nicht genug ist, da gibt es jetzt noch eine weitere Lösung dazu. Und zwar die Paletten mit höherer Kapazität von Top Ace 888, Downloadgröße 45 KB in der Version 1.0 und ist, Achtung, für alle Plattformen. Diese Paletten ersetzen die Produktionspaletten aus dem Basisspiel mit einer 5-mal höheren Kapazität und Entladegeschwindigkeit, um das Palettenlimit indirekt zu umgehen. Kapazitätsanpassung gilt nur für Paletten aus dem Basisspiel, Paletten aus Mods werden nicht angepasst. Die Änderungen werden erst für neu produzierte Paletten übernommen. Obschon es heißt, dass Paletten aus Mods nicht angepasst werden, hier habe ich eine Palette, die wiegt jetzt 910 Kilo und hat ein Volumen von 5000 Liter. Standard ist 1000 Liter, das habe ich überprüft, also hier, das hat definitiv geklappt. Und wir kommen zu der letzten neuen Mod, die gestern herausgekommen ist, und zwar ist dies die Bienenstöcke von GB Modding, Downloadgröße 2,43 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen und ist natürlich zu finden unter Tiere und Bienen. Ist natürlich dieses Bienenhaus hier, Kostenpunkt zum Platzieren 500 Euro und Unterhalt pro Tag 10 Euro. Also die Holzstruktur ist richtig schön gemacht. Das war es denn auch schon von den Mods von gestern. Ich muss mich entschuldigen, dass das Video nicht gestern schon rausgekommen ist. Ja, es war ein langer Tag gestern. Deswegen sage ich ganz einfach, wir sehen uns später wieder. Falls dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Hol dir dein Abo ab, willst du keine weiteren Inhalte zu den Mods und allen anderen Inhalten auf dem Kanal verpassen. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit. Und dann sage ich bis heute Abend. Danke, tschüss und hasta luego.